Also das Problem am Operngesangsstudium sind die Gesangsprofessoren. Meine Gesangsprofessorin an der Universität der Künste hieß Natascha Pavlova. Die kam aus Russland und hatte ursprünglich große Karriere gemacht in der DDR als Phantom der Oper. Ah, nee, Quatsch. Sie hören mir noch zu. Stimmt nicht. Okay, also, als Königin der Nacht natürlich, ne? Und nach ihrer Bühnenkarriere hat sie sich darauf spezialisiert, von ihren Gesangsschülern gehasst zu werden. Und darin war die richtig gut. So, Carolina, zunächst wir singen ein. Du kennst Übungen? Ich singe mit, nur ganz leise. Wir singen ganz natürlich und locker. Zunächst wir lockern Kiefer, indem wir singen der lockere Kiefer. Bitte, Carolina. Wir lockern Fingergelenke, singen gelenkige Schlenker. Gelenkige Schlenker, gelenkige Schlenker, gelenkige Schlenker, gelenkige Schlenker. Nur wir lockern Lunge, indem wir singen die hängenden Brüste. Carolina, das war immerhin. Der lächelnde Sänger. Bei dieser Übung, Carolina, du musst lächeln. Lächeln. Lächeln wie eine richtige Sänger. Schau so, ganz natürlich. Der lächelnde Sänger. Carolina, das war ganz gut, aber international überhaupt nicht zu gebrauchen. Wir kommen schwierige Lage, deshalb Zwerche spannen, Flanken weit hecheln. Stütze, Gaumensegel hoch, Aufhängung, singe unendliche Liebe, bitte. Unendliche Liebe, unendliche Liebe, unendliche Liebe. Nein, Carolina, wenn du singst von Liebe, du musst spüren Liebe in Herzen, auf Zwerfel, in Zunge, in Eierstock. Alles kommt aus Eierstock. Wenn du singst von Liebe, du musst du nicht denken an andere Rieu. Wenn du denken an andere Rieu, Eierstock ist tot. Singe endlich mit Hingabe, nicht wie überfahrene Huhn. Ich sag euch, nach jeder Stunde mit der Pavlova war ich total verschwitzt, völlig fertig, erniedrigt und total verknallt in André Rieu.